Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie zu einem weiteren Stammtisch hier im Haus der Freiheit beim Toni Brunner in Toggenburg. Es ist eine ungewöhnliche Runde für eine Diskussionssendung. Mit mir am Tisch sitzen Eltern von Familien mit viel, allenfalls auch gerade sehr viel Kind. Und die Kinder, wenigstens ein Teil davon, die sitzen rundum, sozusagen, um zu zeigen, was der Reichtum von diesen Familien ist, wo so viele junge Leute haben, die da anwachsen und einer Zukunft entgegengehen. Wir werden an dieser heutigen Sendung darüber diskutieren, was Familien, die eben grosse Familien sind, die mehrere Kinder aufziehen, mit was für Problemen, mit was für Fragen sie in ihrem Leben, in ihrer Existenz konfrontiert sind. Wie wir umgehen mit diesen Fragen, was vielleicht für Erwartungen bestehen aufgrund der Fragen. Einfach, dass einmal Leute in dieser besonderen Situation, mein, heute redet man von Single, das ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt, nicht? Aber wir haben Familien, da ist eben nicht Single das ist das Wichtigste, sondern wie eine Familie mit vielen Kindern, wie die zurechtkommt und diesen Kindern eine gute Gegenwart und Zukunft schenkt. Wir machen das einmal mehr in Zusammenarbeit mit Schweiz 5, wo wir immer zu Gast sein können. Ich begrüsse neben mir Frau Larissa Augsburger aus Jona, St. Gallen. Dann weiters Frau und Herr Dora und Markus Kiener aus Ebnakappel, also da vom Ort. Die Kieners haben 12 Kinder. Dann Herr und Frau Olga und Andreas Winterler aus Schwanden-Glarus. Und eben, hinter uns sind all die Kinder. Meine Damen und Herren, wenn Kinder dabei sind, kann es vielleicht einmal einen Zwischenfall geben. Es sind kleine Kinder dabei, die wollen vielleicht schnell zu der Mutter. Das alles kann passieren, das nehmen wir vorzu. Es wird also vielleicht nicht eine so ganz geordnete Diskussion geben, wie es unter Politikern mit Diskussionen gibt. Aber es ist aus dem Leben gegriffen, was wir heute hier erleben. Es gibt sie eben noch. Die Familie mit 3, mit 4, mit 5 und zum Teil eben noch viel mehr Kinder. Familien mit so viel Kind sind zum Teil wenigstens organisiert in einer Arbeitsgruppe Jugend und Familie. Ich kenne Präsidentin, die langjährige Präsidentin, Frau Kathi Kaufmann-Eckler, die einen grossen Verdienst hat in der ganz private Fürsorge und Pflege von Beziehungen zwischen so Familien mit vielen Kindern, die ja zum Teil gleiche Interessen haben. Sie geben die Zeitschrift raus, Jugend und Familie, das sind so letzte zwei Nummern. Das ist ein Organ, das sich mit den Problemen befasst, die diese Familien haben. Jetzt, wenn wir die Zeitschrift anschauen, dann stellt man fest, es gibt viele Fotos da drin, immer Familie und ein Kuppel Kind. Immer lachen sie, immer sind sie fröhlich. Also man hat den Eindruck, da ist eitel Sonnenschein in diesen Familien. Und jedermann kann sich an den Finger abzählen, das kann nicht so sein. Da sind Probleme zu bewältigen, die wir von der Schweizer Zeit aus meinen, das macht nichts, wenn einmal die gesamte Öffentlichkeit erfährt, was das für Probleme sind, dass man vielleicht ein bisschen aufmerksam wird auf solche Familien, die ein grosses Werk tun für ihre Kinder. Zunächst ein paar Fragen zu dieser Arbeitsgruppe. Können Sie da Auskunft geben, wie gross ist die Arbeitsgruppe? Also wie viele Familien kommen da mit zusammen, also Treffen, die die Arbeitsgruppe organisiert? Kann da jemand etwas sagen? Ich meine, sie treten offen manchmal in Erscheinung bei politischen Anliegen. Von dort her kenne ich sie. Aber wie gross das die Gruppe ist, da habe ich keine Ahnung. Wie sieht das so aus an einem Treffen?
Also wie gross das sie wirklich schlussendlich ist, weiß ich auch nicht ganz genau. Aber es sind sehr viele Familien. Ah ja. Also ich weiß nur, die Briefe, die wir einmal verschicken, die, die keine E-Mails haben, sind sicher etwa 800 Familien. Mhm. Und das sind nur die, die keine, die die Post nicht per Mail bekommen. Also werden es noch viel, viel mehr sein. Und auch, ich war einmal auch gewesen, am Familientreffen, das die einmal haben, einmal pro Jahr, der Familientag. Und es waren sehr viele Familien gewesen. Ich weiss aber nicht, wie viele das es wirklich sind. Das ist natürlich ja. auch schwierig zu sagen. Mhm. Es kommen neue dazu, solche, mhm. die Kinder erwachsen sind, mhm. gehen wieder. Darf ich Sie jetzt bitten, sich einmal vorzustellen und zu erzählen, wie viele Kinder das Sie haben, was Sie allenfalls für spezielle Fragen zu lösen haben mit Ihren Kindern. Einfach ganz kurz so ein bisschen, aus Ihrer Existenz ein bisschen zu berichten. Darf ich Sie vielleicht zuerst einmal fragen, Herr und Frau Winteler, dass Sie mal Ihre Situation kurz schildern? Ja, also wir sind eine sechsköpfige Familie. Wir haben vier wunderbare Mädchen, die wir grossziehen dürfen. Und ich würde sagen, die Hauptproblematik ist immer vom Organisieren. Wie schaffen wir das, alles unter einen Hut zu bringen? Ein Kind muss husten, das andere muss husten. Und das ist eigentlich immer, ja, ich sage fast ein Kunststück, das unter einen Hut zu bringen. Können Sie noch sagen, was husten und husten konkret ist? Ja, also, wenn ich jetzt da gerade mal ins Private rein darf, zum Beispiel das zweitälteste Töchterli geht in die Jugend und das älteste macht ein bisschen Kunsteislauf. Und das ist nicht alles am gleichen Ort. Das eine ist das Glarus, das andere ist Schwande. Und wenn es dunkel ist, wollen wir halt die Kinder gerne selber abholen. Meistens ist es dann halt vielfach zeitgleich, wo das fertig ist. Und dann ja, muss das eine da gehen, das andere da. Und wir haben natürlich nur ein Auto. Und das ist dann auch mal schwierig, wer was geht, jetzt holen. Ja, wenn Sie allenfalls noch etwas beifügen. Ja, den Alltag zu organisieren, das ist schon eine Herausforderung. Vor allem, wenn jedes Kind einen eigenen Termin hat und vielleicht ruft jemand an, ja, können wir heute noch abmachen? Und dann muss man einfach schauen, ja, bin ich zu Hause, bin ich nicht? Und Familien, die vielleicht ein Kind haben, nur zwei, sie sind dann mehr flexibel. Ja, und wir müssen einfach schauen, wer schaut jetzt zu dem Kind. Danke vielmals. Jetzt vielleicht von Ihnen, mit eben 12 Kindern dürfte das noch ziemlich viel schwieriger sein. Ja, also wir versuchen möglichst, dass wir nicht Kinder holen und bringen müssen. Die müssen einfach mit öffentlichen Verkehrsmitteln gehen und dann geben wir ihnen ein Nachteil mit. Und bis jetzt ist ja immer, sind immer wieder alle heimgekommen. Und ja, jetzt fällt der verloren, hast du etwas? Also was ist Ihre Frage? Wie man das organisiert? Ja, wie geht das? Ja. Eben, wir haben 12 Kinder. Also, jedes Kind ist schließlich eine eigene Persönlichkeit, ja. hat eigene Bedürfnisse. Ja. Also ist nicht so einfach, mit dem umzugehen. Ja, also eben, wie gesagt, wir haben den Kindern von Anfang an gesagt, wenn er etwas machen will, dann müsst ihr selber schauen, wie er dorthin kommt. Also entweder mit dem Velo oder dann halt, wenn es weiter ist, mit dem ÖV. Und sonst, zu organisieren ist vor allem dort streng gewesen, wo die Kinder klein waren. Jetzt haben wir ja eine Erwachsene. Kind auch daheim und oft ist auch jemand rum, der kann einspringen kann. Wenn ich mal am Nachmittag etwas habe, dann hütet sie eigentlich problemlos meistens. Oder mein Mann ist auch relativ oft, öfter sitzt daheim, dann habe ich auch Möglichkeiten, Sachen zu erledigen. Also mit anderen Worten, dank dieser grossen Familie ist meistens auch jemand da, der schon fast oder bald erwachsen ist, der einspringen kann für eine gewisse Zeit und Verantwortung übernehmen kann. Also das ist jetzt der Fall, wo die Kinder kleiner waren. Da hast du einfach eins nach dem anderen gemacht. Wir haben zum Beispiel eine Tochter, die wir regelmässig ins Spital mussten, eins von unseren Zwillingsmädchen. Und dann haben wir einfach uns abgewechselt. Dann bin ich halt am Morgen gegangen, mein Mann ist selbstständig. Dann hat er daheim gehütet. Also so haben wir uns abwechseln. Ich konnte auch, alle Kinder klein waren, nicht können einkaufen. Das hat dann alles mein Mann erledigt. Mhm. Das ist halt der Vorteil, weil wir ein eigenes Geschäft haben. Und ja. Das geht sicher nicht immer. Mhm. Aber, also ich meine,
ein eigenes Geschäft, das muss schließlich auch funktionieren, ja, oder? Ja, das ist viel weg. Ja. Also ich kann, an den Übungen habe ich nichts anderes gemacht als Kind ins Bett. Ja. Also Nachtessen und am Abend war der Abend voll, gewesen, bis alle Kinder im Bett waren. Eine gewisse Zeit. Jetzt ist es wieder anders, aber damals wirklich. Mhm. Gut, Frau. Also, eine Frage, die uns immer wieder gestellt wird, wie wir schon unterwegs sind. Und wir hatten mal tatsächlich einen Bus, der 15 Leute Platz hatte, wo wir die ganze Familie reintun konnten. Aber das hat für uns auf die Zeit heraus keinen Sinn gemacht. Also jetzt ist ja die SBB so wunderbar mit den Juniorkarten. Meine Frau hat halbtags und kann mehr mit der halben Familie, also bis 16, ich kann sie alle gratis mitnehmen. Und ich gehe dann einfach mit dem Auto. Dann haben wir ein Auto und ja, so sind wir wunderbar aufgestellt. Also können Sie eigentlich sagen, das ÖV-Angebot für Familien mit viel Kind, das ist sehr gut. Das ist gut. Ja, ja. Ist sehr das gut. Ist, ja. Frau Augsburger. Ja, wir sind die mit den wenigsten Kindern. Wir haben erst drei. Und ich finde das Schwierigste die Organisation von Arbeiten. Ich arbeite auch. Und von Schule, Kind, ja, das alles zu koordinieren. Das ist die Momente Herausforderung, ja. Wenn alle am Morgen um 8 Uhr aus dem Haus sein müssen, ist das einmal ein schwierig. Jetzt, von diesen Kindern, die hinten dran sitzen, wenn eins etwas hinzufügen will, aus seiner Erfahrung als Kind, selbstverständlich vorkommen, kommt das Mikrofon über und darf das auch weitergeben, wenn es möchte. Nur ich sehe nicht alle, dann müsst ihr euch einfach bemerkbar machen. Gut. Also, jetzt gehen wir zu ein paar konkreten Fragen. Es zirkuliert in der Schweiz eine Zahl, wonach der Aufzug von einem Kind, also vom, ich kann sagen, von der Schwangerschaft an bis zur Volljährigkeit, das kostet alles in allem, wenn man alles tut, quasi kapitalisieren, ungefähr 1 Million oder gegen 1 Million, also eine exorbitante Zahl. Und da muss man einfach sagen, ja gut, also für Leute mit kleinem und mittlerem Einkommen und 5 oder 12 Kinder, das ist ja eine völlig weltfremde Zahl. Ich meine eben, das ist, wenn man es nachschaut, ein bisschen seltsam kapitalisiert, aber die zirkuliert in der Statistik. Ich meine, ich nehme nicht an, dass die meisten von Ihnen mehrfache Millionäre sind, aber man, wie macht man das finanziell? Wie kommt man finanziell durch mit einer Familie, eben, sagen wir mal mit 5, mit 6 Kindern oder wenn Sie sagen, erst 3, also da scheint noch ist die Zukunft noch offen. Oder? Wie macht man das, dass man mit einem normalen Salär, wie man so ein mittelständisches Salär in der Schweiz, dass man da mal gefahren? Wer bitte? Also wir müssen beide arbeiten, dass das geht. Aber Sie müssen arbeiten, es geht nicht ohne. Wir wohnen in Rapperswil-Jona, dort sind die Mieten auch nicht gerade wirklich günstig. Und darum, ja, also sonst nicht. Also vielleicht muss ich irgendwie schon gehen, aber es wäre sehr schwierig. Wie organisieren Sie das, wenn beide arbeiten? Also ich arbeite etwa 30%, wenn man es zusammenrechnet. Also nicht 100%. Und ich arbeite in einer Schule. Und durch das vorher, als er noch nicht in Kinder gegangen ist, hat meine Mami geschaut. Sonst wäre das auch nicht gegangen, wenn man Kinderbetreuung muss zahlen, geht es natürlich nicht. Und wir haben bei uns in der Gemeinde Mittagstisch von der Schule aus, der gratis ist. Wo die Kinder können zu Mittag essen und am Nachmittag wieder in die Schule gehen. Und also so kann ich arbeiten, sonst könnte ich auch nicht gehen. Das ist also jetzt ein Hinweis, dass gerade auch in solchen Familien, wie in anderen Familien auch, Grossmütter eine relativ wichtige Rolle spielen. Ja. Wenn Sie jetzt sagen, Tagesbetreuung könnte man nicht zahlen, oder an der Grenze. Was würde denn das kosten, so eine Tagesbetreuung? Das ist noch schwierig zu sagen, weil es natürlich noch Einkommen gerechnet ist, aber ich müsste nicht arbeiten. Also ich würde wahrscheinlich das, was ich verdiene, würde ich wieder abgeben. Ungefähr, nehme ich jetzt an. Ich weiss nicht, in der Schule ist einfach am Nachmittag, wenn man Kinder am Nachmittag nach der Schule betreuen lässt, zahlt man pro Kind, pro Lektion, also pro 50 Minuten, 7.50 Franken. Das ist günstig. Also ich glaube, Krippe oder Tagesmutter wäre teurer.
Wie sieht das mit einem anderen aus? Ja. Ja, also da kann ich eigentlich nur mal beipflichten. Es ist ja so, wir haben, meine Frau und ich haben das auch lange diskutiert, wie wir das machen. Und wir haben einfach mal so grob über den Daumen gerechnet, was das würde eigentlich kosten. Und da haben wir müssen sagen, wenn sie jetzt vollgerechtig arbeiten, müsste sie fast 80% arbeiten, nur damit wir die Fremdplatzierung zahlen können. Also da ist noch kein Zustupf für die Familie dabei, kein Arbeitsweg, nichts, rein nur, dass man einen Freund platziert. Und da haben wir halt uns auch müssen sagen, ja gut, wir wollen das Kind selber erziehen. Und haben wir auch müssen sagen, ja, es bleiben eigentlich nur Großmütter und Großeltern, also Großväter, wenn man sie hat. Ist jetzt bei uns nicht unbedingt der Fall. Wir haben nette Nachbarn, die uns sehr gerne unterstützen, die Kinder ein bisschen abnehmen. Und ja, so geht es. Aber eben eine Fremdplatzierung, das ist einfach ein Riesenbetrag. Wir haben, so verschiedene Säulen. Also eine Säule ist, dass wir, wenn man das umrechnet, dass ich von meinem Vater ein Haus erben konnte. Die nächste Säule ist die Kinderzulage, wo ja einiges verbessert wurde vor ein paar Jahren. Die dritte Säule ist das, was ich arbeite. Die vierte Säule, meine Frau hat jetzt seit kurzem angefangen, aber nicht, weil sie hat müssen, sondern weil sie eine wunderbare Gelegenheit hatte, wieder in den Beruf einzusteigen. Und ja, eine Säule ist auch nicht Stipendien. Also der Kanton St. Gallen ist in meinen Augen grosszügig in Sachen Stipendien. Und ja, und was halt auch noch etwas ist, ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo man sehr sparsam gelebt hat. Und also jetzt, wenn es um Beispiel ging, ich könnte sehr viele Beispiele aufzählen, ja, wie wir... bitte. Nehmen Sie eins oder zwei. Da einiges füllen. Ja, zum Beispiel, wenn wir in die Ferien gegangen sind, wir haben einmal das Gefühl gehabt, unsere Kinder haben immer von den anderen gehört, wie die in die Ferien gehen. Und dann haben wir gedacht, ja gut, jetzt ja, gehen wir auch mal und zeigen wir ihnen mal das Meer. Und dann sind wir halt... mit einem, also wir sind jetzt dreimal gewesen, aber einmal sind wir mit einem Auto runtergefahren, mit einem Lieferwagen und haben das Gepäck dabei gehabt. Und meine Frau ist mit dem Rest, also jetzt sind nicht ganz alle mitgekommen, mit der Bahn runtergefahren. Und also ich habe dort den am Bahnhof in Wattwil habe ich gerade ein bisschen herausgefordert, und er musste die Billette zusammenstellen für uns auf Italien. Weil in Italien hat es ja je nachdem, welchen Zug man hat, ist noch ein anderer Tarif. Also die Alter sind nach Zug abgestimmt. Und ich glaube, der hat über eine Stunde gebraucht, um unsere Billette rauszusuchen. Und dort unten haben wir einen wunderbaren Campingplatz gehabt. Dort waren wir zu Zehnten und haben für die ganze Familie pro Tag 70 Euro gezahlt. Und ich denke, das ist eine sehr preiswerte Ferien. Also wenn man ein bisschen Ideen hat, oder etwas anderes, zum Beispiel Krankenkasse. Also ich schaue einfach jedes Mal im November nachher. Der Bund hat da eine wunderbare Homepage, wo man schauen kann, welche Krankenkasse wie viel kostet. Und ja, wir haben schon ein paar Mal Krankenkassen gewechselt, weil jetzt durch die Grundversicherung ist das eine super Sache. Da kann man ohne lange Fragebögen und so kann man Krankenkassen wechseln. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn man ein Velo braucht, in der Nebna Kappel hat es eine wunderbare Velobörse. Die kann man für wenig Geld wirklich gute Velo kaufen. Also, meine, man lernt jetzt da mal schon, dass es ganz selbstverständlich wird, sein Geld sorgfältig einzuteilen. Ja. Und dass sie dann auch können sagen, ja, wenn wir das machen und diszipliniert machen, eben dann können wir auch mit unserer grossen Familie in die Ferien. Aber es braucht natürlich eben die Disziplin. Und man hat keine Einbuß. Wir haben dort eine wunderbare Ferien gehabt. Wir sind einfach nicht in der Sommersaison gegangen, wir sind in der Herbstferien gegangen. Wir haben einen halben Zeltplatz für uns gehabt. Ja, sie müssen halt einfach sich Mühe geben und ein bisschen länger suchen. Heute mit dem Internet haben sie, oder vor allem mit YouTube, haben sie so wunderbare Möglichkeiten, wo sie sich so viel können verschaffen und helfen und vorbereiten. Ja, wir können einfach nicht Pauschalangebot kaufen. Wir müssen uns halt, wie man sagt, reichneulen. Mhm. Haben Sie noch etwas zuzufügen, oder? Also, wie machen das die anderen, eben zum Beispiel mit der Frage von der Ferien? Also,
wir schauen immer auf die Angebote. Und ich denke, Familien mit mehreren Kindern, sie wissen am besten, wo welche Angebote sind. Und es ist wirklich toll, dass in der Schweiz auch Budgetpreise gibt. Und egal, Ferien oder Lebensmittel oder sonst was kaufen, man kann wirklich immer zuerst im Internet schauen oder einfach bei den anderen nachfragen, wo gibt es was zum günstigeren Preis. Man muss nicht immer gleich den höchsten Preis ausgeben. Und bei uns hat es bis jetzt immer so funktioniert. Mhm. Ja, das ist, meinte ich, eindrücklich. Oder? Aber, es ist ein Beispiel, wie man lernt, richtig einzuteilen, sodass man kann sagen kann, wir können in unserer Familie das Gleiche bieten, wo eine reichere Familie vielleicht einfach ab der Stange kaufen und weniger genau anschauen und vielleicht sogar weniger dafür rüberkommen. Ist nicht selten so, ja. Ist nicht selten so. Ja, also ich will mit vielen Pauschalangeboten nicht tauschen. Ist wahr. Warum sagen Sie das jetzt? Ja, erstens muss man sich mit dem Land beschäftigen. Und es hat auch ein gewisses Abenteuer. Also wir haben mal mit meiner Tochter eine Reise organisiert, einen Billigflug organisiert für einen Sprachaufenthalt, aber nicht so eben ab der Stange, sondern zu jemandem Bekannten in Belfast. Und dann wäre sie fast in Stockholm hängen geblieben, weil sie ist das erste Mal geflogen. Und wenn der Flug nicht Verspätung hatte, wäre sie dort hängen geblieben. Also, mir ist dann schon am Betten, dass das gut geht, dass sie dann zur richtigen Zeit dort ist. Also man muss halt dann, ja, es ist nicht alles organisiert, aber am Schluss macht es eigentlich fast mehr Freude. Einfach, weil man es selber gestaltet hat. Ja, ja und dass man sich darum bemühen musste. Kommen wir mal zum Behördenkontakt. Ich meine, man hat mit diversen Fragen immer wieder Kontakt mit Behörden. Fühlen Sie sich aus Ihrer besonderen Situation, eben aus der Situation der grossen Familie, verstanden von der Behörde? Oder haben Sie den Eindruck, also die kümmern sich um anderes? Also grosse Familie, das interessiert weiters nicht. Wenn man stört, ändert die Statistik nicht. Wie ist das? Haben Sie da Erfahrungen, oder? Also wir haben die Behörden sehr positiv erlebt. Ist wahr? Also ja. Sehr entgegenkommend, ja. Kann man sagen, dort, wo man die Behörden kennt und mit den einzelnen Leuten in Kontakt kommt, dann kommt man auch zu guten Lösungen. Ja, ich denke, wenn man im Staat mit Respekt begegnet, dann ist es sehr kooperativ. Also gut, wir haben auch nicht Probleme gehabt. Aber jetzt gerade mit der jüngsten Tochter, wir haben hier in Ebnakappel einen Schulpräsident, der ja, sehr engagiert ist und hat sich wirklich bemüht, eine gute Lösung zu finden. Für was hat er eine gute Lösung also, finden? Es ist ja ein Trisomie 21 Kind und es ist darum gegangen, dass sie einen normalen Kindergarten oder muss sie zum Beispiel das Johannium. Ja. Und es sind da verschiedene Abklärungen gelaufen und wir haben eine Kindergärtnerin, die sich sehr hingibt für ihre Arbeit. Und durch das ist es möglich gewesen, dass sie in den normalen Kindergarten, was wir schön finden, wenn sie nicht in dem Sinne abgesondert wird. Mhm. Wie sieht es aus nachher, wenn sie in die Schule kommt? Ja, dann wird es schwieriger. Dann muss sie eben in eine Sonderschule. Ja, also, da weiss meine Frau besser. Das steht eigentlich noch offen. Man schaut jetzt, wie Kindergartenzeit ist. Also und dann haben wir wieder das Gespräch mit, das wird ja alles auch mit Sozialpädagogen noch besprochen. Und sie schauen das Kind auch noch an. Das will ich sagen, ich war 10 Jahre lang Präsident von einer heilpädagogischen Schule. Also ein bisschen Erfahrung habe ich in Bezug auf die Schulung von Behinderten, auch selbst schwerst behinderten Kindern. Und bei Trisomie 21 ist es schon so, dass es bei dir geht, dass es in eine Normalklasse geht. Und dort muss man halt ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber die Hauptsache ist ja, dass es nicht isoliert ist, weil es dem Stoff gar nicht folgen kann. Das muss man ja dort vor allem schauen. Also, ich muss sagen, ich freue das eigentlich, dass man so viel Positives gehört von Ihnen und weniger Kritik. Wie sieht das aus?
Sind Sie ähnlich in den Erfahrungen oder haben Sie auch konkrete Missstände? Oder? Also wir haben mit den Behörden noch nicht wirklich so viel zu tun gehabt. Also was meinen Sie genau mit Behörden? Einfach ja, einfach der, meine, wenn man mit Schulbehörden, mit Gemeindebehörden. Ja, wir haben noch nicht wirklich viel zu tun gehabt damit. Hm. Bis jetzt, ja. Können Sie noch, ja. Ja, also jetzt, wenn man so Schulbehörden anschaut, wenn die Kinder schulpflichtig sind, hat man ja immer wieder so Elterngespräche mit den Lehrern. Und das ist dann nochmal lustig. Es ist natürlich klar, der Lehrer sieht das Kind. Denkt man nicht daran, ja, da sind noch Geschwister die rum, oder? Und das ist dann eher das Problem, wie macht man jetzt das? Das füllt dann eine ganze Woche aus, bis man mit jedem Kind beim Lehrer war am Reden. Und am Schluss endlich muss man aufpassen, dass man nicht den Vater verliert. Bei welchem Kind das man jetzt schon war. Also respektive, was das Gespräch anbelangt hat. Also das ist dann nicht. Von den Schulen aus normiert heute, das mit den älteren Gesprächen. Also, ja. Meine Aktivzeit in der Schulpolitik, dort war das nicht so gewesen, sondern da hat man einfach. Wenn man den Eindruck hat, es ist nötig, dass man ein Gespräch hat, dann hat man das geführt. Aber das Rituelle da in rascher Abfolge, das ist dort noch nicht so gewesen. Bringt das denn etwas? Also jetzt in unserem Fall ja. Mhm. Mir wird ernst genommen. Es sind halt zum Beispiel, wenn einem etwas auffällt, so vom Zwischenmenschlichen her, wenn ein Kind vielleicht ein bisschen in sich gekehrt ist oder so, wird das von der Schule wahrgenommen, aha, da sind noch mehr Kinder rum, das kommt vielleicht zuhause ein bisschen unter. Und darum ist es in der Schule auch ein bisschen zurückhaltender zum Beispiel. Also nicht, dass man jetzt da gerade irgendwelche ja, Therapien starten oder so. Auf das wird geschaut, ja. Es ist ja so, dass die Lehrer vielleicht ein erstes Kind gut kennengelernt haben und dann so ein bisschen darauf ausgehen, ja, die kenne ich da, die Familie, das zweite wird auch wieder etwas sein, aber jedes Kind ist eine eigene Persönlichkeit, da kann man sich ja schwer täuschen. Das ist richtig. Wobei ich jetzt muss ganz klar sagen, wir haben jetzt den Fall bis jetzt nie gehabt. Meistens, wenn ein anderes Kind gekommen ist, haben die Lehrer gerade gewechselt gehabt. Also selber Kind bekommen oder in eine andere Schule oder pensioniert, also von dem her, ja. Aber ja, ich nehme an, es wird dann schon so sein, ja. Also ich würde sagen, die Zeiten sind vorbei, wo ein Lehrer lang sesshaft war, genau, in der ja. gleichen Gemeinde und in der gleichen Schule, dass das eigentlich gar keine Rolle mehr spielt. Das kann schon sein. Ich meine, das bedeutet natürlich auch, dass man vielfach mit Lehrern konfrontiert ist oder einfach mit Lehrern zu tun hat, die noch relativ neu in ihrem Beruf sind. Und sind dann, haben Sie ja dort den Eindruck, dass also das Verständnis für Familien, wie sie halt schon nicht mehr Durchschnitt sind, nicht? Dass das noch vorhanden ist? Also, da möchte ich jetzt gerne meine Frau reden lassen. Also, bis jetzt hatten wir gute Erfahrungen mit den Lehrern, Kindergarten oder Schule. Also, positiv. Gut, ja. Darf man sagen? Schauen Sie, man sagt immer, also in den Medien wird immer nur alles kritisiert. Jetzt sagen wir halt einmal, wenn etwas wirklich gut ist und freuen uns darüber, dass es gut ist. Wie ist es so mit der Umgebung? Ich meine, Kinder, die aktiv sind, machen auch Lärmen, oder? Also das merken natürlich auch andere Leute. Findet man da Verständnis oder ist das eher mühsam? Gibt es da eher Probleme? Oder? Also bei uns ist das eher schwierig. Wir wohnen in einem Quartier und dort ist zum Beispiel das Ballspielen verboten. Sie dürfen nicht Fußball spielen. Was natürlich mit den Kindern unmühsam ist. Die finden also natürlich lässig. Also Wiese hat es aber? Ja, wir haben eine riesen Wiese, einen riesen Platz. Eigentlich perfekt. Aber sie dürfen keinen Fußball spielen. Oder allgemein mit dem Ball nicht spielen. Und das Luzi dürfen es auch nicht. Und über den Mittag vom 12 Uhr bis am 1 muss man bitte in die Wohnung rein und darf nicht raus, weil dann könnte das Luzi. Und das ist ein bisschen mühsam, ja. Finde ich jetzt auch. Also, ja, und wenn sie rumschreien, dann ist es auch nicht gut. Sie müssen leise sein. Ist das irgendeine Genossenschaft oder eine grössere Institution? Oder ist das, von der St. Galler Pensionskasse aus also, sind die Häuser. Mhm. Ja, und es ist in der Richtlinie des Mietvertrags, dass sie nicht Fußball spielen. Hat es dann
Nachbarn, die Anstoss nehmen? Oder hat das einfach irgendeiner, der ein Reglement geschrieben hat, erfunden? Also von den Nachbarn haben wir bis jetzt nichts Negatives. Die finden die Kinder toll und haben Freude, dass man Kind hört. Es ist vor allem der Hausabwart, der stört und einfach im Reglement, das hinein steht. Mhm. Mit der Mittagsruhe. Es ist immerhin erfreulich, dass Nachbarn. Aber trotzdem müssen wir sie einhalten, weil die Nachbarn nicht die sind, die das bestimmen in dem Sinn. Haben Sie ähnliche Erfahrungen gemacht? Also, wir haben kein Problem. Also, wir versuchen auch, dass unsere Kinder sich halbwegs anständig benehmen. Und ja, ich denke, hast du mal irgendein Problem? Ja, also wir haben halt auch, nachdem wir 3-4 Kinder hatten, immer in einem Haus gewohnt. Also wir sind nicht in einer Mietwohnung, wo oben und unten Leute sind. Da haben wir eine Zeit lang wirklich grossen Umschwung gehabt. Und jetzt können sie auf den Schutti-Platz, der ganz nahe ist. Weil bei uns beim Haus können sie nicht schutten. Außer der Bauer hat die Wiese gemeint, dann geht's. Ja. Aber ja. Und die Umgebung, wie sie reagieren. Also die näheren Bekannten haben so nach 4 Kindern haben sie dann nicht mehr gesagt. Dann haben sie gedacht, da ist die Hoffnung verloren, da können wir nicht mehr reinreden. Und am Anfang haben sie schon noch so ein bisschen gesagt. Und die einen reagieren sehr freudig, wenn wir sagen, wie viele Kinder wir haben. Und die anderen sind so, schweigen dann lieber. Ja, man kann das Schweigen verschieden interpretieren. Man kann sagen, das findet, ja, nein, das ist daneben. Man kann aber auch finden, dass sie sagen, oi, das wird dann ein gehöriges Stück Arbeit wird da geleistet. Das kann auch Achtung sein, die einem zum Schweigen bringt. Also zum Thema Mietwohnungen, da möchte ich jetzt etwas Negatives sagen. Wir hatten also nicht so viel Verständnis vom Vermieter, von den Nachbarn, schon ab dem zweiten Kind. Und auch, dass der Vermieter in der Wohnung praktisch nichts machen wollte, aufgrund von dem, ja, wir haben ja kleine Kinder, die machen eher alles wieder dreckig und kaputt. Und beim dritten Kind, ja, war das noch schwieriger. Und eine neue Wohnung zu finden, wird es auch immer schwieriger. Oft steht es schon im Formular, Kinder werden nicht erwünscht. Und das ist schade. Also da merkt man auch die Zahl der Kinder. Ich meine, es gibt Bestimmungen im Vermietformular, wo öffentlich, also nicht gerade, ich weiß nicht, ob sie einklagbar sind, jedenfalls, wo man klar kann beanstanden als unzulässig, zum Beispiel, man darf keine, wenn man Ausländer ausschließt oder irgend so etwas. Und wenn man Kinder ausschließt, das muss man einfach akzeptieren. Also finde ich jetzt nicht selbstverständlich. Ich bin sehr erstaunt über das. Ich habe das noch nie gehört, dass das irgendwie in einem Formular steht. Gut, ich kann mir vorstellen, es ist ein Kantönligeist, der da ein bisschen spricht. Und also jetzt, wir haben es jetzt halt konkret so erlebt. Und ich denke, wir haben uns auch mal für eine, wie das schon geheißen, eine Genossenschaftswohnung beworben gehabt. Und da bin ich auch erstaunt gewesen, also jetzt eine 4,5-Zimmer-Wohnung wird einem erst ab 3 Kindern zugesprochen. Das ist ja nicht so schlimm, aber ich war einfach erstaunt. Und von dort her, ja, die Wohnungen haben auch nicht gerade allzu schön ausgesehen. Und dann hat es geheissen vom Vermieter her, ja, wissen Sie, das ist alles nicht so schlimm. Wenn Sie ausziehen, müssen Sie dafür auch nicht so viel zahlen, um wieder in Stand zu setzen. Ja, also Sachen hat man gehört. Und ja, das hat einen schon erstaunt. Hankerum hatte ich da Zeiten gehabt, wo der im Babyalter, Säuglingsalter, haben Kinder Haufen geschrauen. Da bin ich dann halt einmal zu Nacht am Morgen um 2 Uhr spazieren mit dem Kind, das geschrauen hat. Dass die anderen können schlafen und haben natürlich am anderen Tag auch wieder müssen arbeiten. Aber ja, so hat man sich dann halt versucht zu arrangieren. Und ab und zu ist dann halt auch ein netter Nachbar kam und ist geklopft und hat gefragt, ja, man darf stiller sein. Das ist dann einfach der Alltag. Aber so Wohnungssuche, da haben wir eigentlich ja, schon eher Negatives erlebt als Positives. Mhm. Haben Sie noch etwas? Nicht mehr. Gut. Ich meine, jetzt kann
Jede Familie kann von einem Notfall überraschend getroffen werden. Das kann sein, zum Beispiel ein Stellenverlust. Die ABB macht jetzt die ganze Abteilung zu. Jetzt werden einfach ein paar hundert Leute werden jetzt plötzlich arbeitslos und so weiter. Das kann quasi jeder treffen. Oder auch ein Krankheitsfall oder ein schwerer Krankheitsfall, also wo wirklich etwas Einschneidendes ist. Das sind ja sicher Gedanken, die man sich etwa die macht. Wie gehen wir um, wenn so eine Situation uns treffen sollte? Was treffen Sie da für Vorbereitungen? Was haben Sie da für eine Sicht zu solchen Fragen? Also wenn so ein Notfall eintritt, ist es schon ganz schwierig. Also wir versuchen ein bisschen zu sparen, wenn es geht. Das ist natürlich schwierig, aber so ein bisschen wenigstens etwas auf der Seite können zu haben. Wir haben das Glück, dass wir Familie haben, die würde helfen im allergrössten Notfall. Aber es ist schon so, wenn etwas wäre, dann müssen wir anstehen und hat jetzt erst einfach mal nichts und müsste dann also schauen, was man jetzt macht. Sicher erheblich schwierigere Probleme, als eben ein vielgepriesener Single hat. Ja, der könnte wahrscheinlich auch mehr sparen und hat so seine Notgroschen auf der Seite, nehme ich an, was wir jetzt einfach nicht so haben. Also für Schweizer Verhältnisse sind wir schlecht sozial abgesichert. Ich habe auch keine Krankentaggeldversicherung. Das ist mir zu teuer geworden. Da habe ich sie hat gekündigt und hat mehr Geld wollen. Und dann habe ich gedacht, ja, dann hat es sich erledigt. Aber wir haben bis jetzt so viele Segen erlebt. Wir vertrauen auf Gottes Hilfe und wir haben bis jetzt so viele Segen erlebt. Ich glaube nicht, dass er uns hängen lässt. Also das ist ja sicher etwas, was einem stärkt, wenn man den Glauben hat. Das ist eine Aufgabe, die man zu erfüllen hat. Und Gott wird uns befähigen, die Aufgabe zu erfüllen. Das kann man eigentlich so sehen. Ja. Ich glaube, das ist nicht nur, also da sind sie, glaube ich, kein Einzelfall von der kinderreichen Familie. Dass man halt einfach das Gottvertrauen höher bewertet als in anderen Existenzen. Wir hatten einmal eine Notsituation, wo wir praktische Hilfe gebraucht hätten, aber auch vom Arzt her, also habe ich einfach Hilfe gebraucht, aber es war nicht so schlimm, dass wir gleich etwas bekommen haben und wir fühlten uns wirklich wie alleingelassen und wirklich Gott sei Dank, es gab Menschen, die uns geholfen haben. Und was wir bekommen konnten, das war die Beratung. Und Beratung haben wir gar nicht gebraucht. Das heißt, wenn man praktische Hilfe braucht, ist man einfach auf fremde Hilfe angewiesen. Vom Staat, von den Behörden, da war nichts. Also Sie meinten damit sagen, Wort nützen dann nicht viel, wenn Daten gebraucht werden. Ja. Beratung wurde uns angeboten und dabei war nicht die Beratung, sondern die praktische Hilfe wirklich nötig. Hat jemand von Ihnen schon Erfahrungen mit der KESB gemacht? Noch nie? Ich meine, zum Beispiel eine Fremdplatzierung oder so, wo die KESB noch etwas dazu gesagt hat. Noch nie? Was haben Sie so für ein Gefühl? Wir haben einfach den Unterhalt. Wir sind erst seit dem Jahr geheiratet, nein, seit dem letzten Jahr geheiratet, vorher noch nicht. Und haben darum einfach Unterhaltsverträge müssen machen. Aber das ist der einzige Kontakt. Das war aber noch die Vormundschaft gewesen. Jetzt ist es ja KESB. Ja. Aber das ist und das hat das kein Problem gegeben. Ich meine, als Vormundschaft war es in der Gemeinde, nicht irgendeine. Ja, es ist einfach bevor, dass es KESB geheißen hat, es bei uns Vormundschaft geheißen. Und da sind wir haben unterschrieben und fertig. Wie sehen Sie das? Ich meine, heute hört man laufend Appell. Eines der wichtigsten Ziele, die es gibt, ist, dass auch die Frauen wieder ins Berufsleben einsteigen. Man hat natürlich auch den Eindruck, dass da gewisse Interessen rum sind. Man kann dann mit den Löhnen zurückhaltender sein und einfach sagen, sie müssen halt beide verdienen, dann nachher lange Zau.
Ich meine, wie kommt so etwas bei Ihnen an, wenn Sie das hören, wenn bis auf die Ebene Bundesrat, man müsse davon ausgehen, dass die Arbeitswelt in Zukunft teilt sich, wie das übrige Leben auch, zwischen Mann und Frau. Wie sehen Sie das? Ich meine, was wäre der Preis für Sie, wenn man die Forderung so voll würde umsetzen? Also ich finde es schade, dass beide arbeiten müssen, dass man sich, je nachdem, wo man halt lebt, einigermaßen kann gut leben. Also ich wäre jetzt gerne daheim geblieben, bis er jetzt im Kinski fertig wäre. Und ich finde es schade, dass man das nicht selber noch ein bisschen, auch entscheiden kann, sondern dass dann halt einfach muss arbeiten, wenn man es eben, die Krankenkasse wird immer teurer, die Prämienverbilligung wird immer weniger. Wieso auch immer. Und dann irgendwann muss man halt einfach arbeiten. Und, ja. Was? Also für mich war es gar nie eine Frage. Ich hätte gar nicht arbeiten können. Aber ich meine, wenn Sie das hören jetzt, Sie sagen, es ist außer Reichweite gewesen. Und Sie hören jetzt, die Arbeitswelt wird so organisiert, dass beide arbeiten und dass es gemeinsame Einkommen braucht. Meine, die Ansprüche sind natürlich hinter diesen Aussagen auch grösser. Nicht? Also gut, es ist immer die Frage, was man erwartet vom Leben. Wenn man einen gewissen Luxus erwartet, dann wird es schwierig. Aber ich denke, für schweizerische Verhältnisse leben wir weit unter dem Existenzminimum in gewissen Hinsicht. Aber es ist uns wohl dabei. Also ich weiß nicht, was ich mehr brauchte. Also darf ich jetzt direkt die Frage stellen? Ich habe am Anfang, als ich Sie vorgestellt habe, gesagt, hinter Ihnen sitzt Ihr Reichtum, nämlich Ihre Kinder. Das würden Sie also bejahen. Das ist eine Anmassung von mir. Oder? Also wenn das mit diesen 12 Millionen stimmt, dann wären wir sehr reich. Aber das sind für mich ja ganz komische Zahlen, weil also bei uns hat natürlich nicht jedes Kind ein eigenes Zimmer und wir kommen viel zu essen geschenkt über. Wir haben zum Beispiel eine Bäckerei, die uns hier und da einfach Brot bringt, wenn sie es nicht haben können verkaufen. Oder vom Bekanntenkreis kommen Sachen geschenkt über. Oder einst bin ich da in einem Outlet-Laden gegangen einkaufen, dann haben sie mich gefragt, ob wir ein Kinderheim haben. Und dann haben die uns teilweise Zeug, die sie nicht mehr können verkaufen, einfach mitgegeben. Also, ich gehe viel halt zum halben Preis einkaufen. Mir hat heute, ich denke, wenn die Leute sagen. Darf ich jetzt fragen? Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche. Wer entscheidet, dass Sie zum halben Preis gehen? Also, sagt das Geschäft, Sie können bei mir zum halben Preis kaufen? Nein, also im Coop, wenn man zur richtigen Zeit dort ist, hat es ganz einen Haufen günstige Sachen. Vor allem, wenn man ein bisschen weiss, in welchen Coop, dass er sich viel unterwegs bin, kann ich das so ein bisschen im Vorbeigehen fahren oder machen. Und kann man sich viel ersparen. Und eben ist immer die Frage, was wir... Also die Schweizer, ich habe mal eine Sendung gehört im Radio über einen armen Schweizer. Und dann hat es geheissen, der isst jeden Mittag im Restaurant zu Mittag. Und dann dachte ich, ja gut. Also wenn ich jeden Mittag ins Restaurant gehe, dann wäre ich vielleicht auch ein armer Schweizer. Ich nehme mir etwas mit. Also, und unsere Kinder nehmen sich auch etwas mit. Heute hat es sogar in der Kante und im Betrieb hat es Mikrowellen. Da kann man das einfach dort rein tun. Ich sage ja, Not macht erfinderisch. Und wenn man wenn man sich ein bisschen Mühe geben muss, dann gibt es so viele Möglichkeiten, wo man sich Geld sparen kann. Und nicht wirklich Einbuss hat. Über die letzten Viertige hat man unter anderem ausführliche Berichterstattung gehört über eine Organisation, die sich jetzt dafür einsetzt, dass weniger Lebensmittel unbraucht vernichtet werden. Da müsste man sagen, ja, man könnte ein bisschen mehr an die kinderreichen Familien denken, dann wäre das Problem viel einfacher zu lösen, als dass man jetzt da muss eine grosse Organisation noch mit Fernsehaufruf in die Welt setzen. Die Organisation gibt es, aber ja. Die hat einfach für mich einen riesen Haken. Es gibt ja da Tischlein deck dich, oder wie sie heisst. Und da muss man auf Wattwil gehen, muss zu einer bestimmten Zeit dort sein, muss noch irgendwie mit einem Kerl rumlaufen, oder ich weiss nicht, ich habe das noch geschildert gehört,
Und da habe ich gesehen, das geht für uns nicht. Wir können nicht, das ist für Leute, die arbeitslos sind, die jede Menge Zeit haben. Aber mir wäre es doch egal, was käme, wenn es nicht gerade etwas sehr arbeitsintensives wäre. Aber wir sind einfach das, was wir rüberkommen. Aber ich kann nicht an einen Ort hingehen und eine Stunde oder zwei Stunden verbrauchen, dass ich ein paar Lebensmittel heimnehmen darf. Das liegt einfach zeitlich nicht drin. Ist da vielleicht noch Erfahrung? Ich meine, ich habe jetzt bei Ihnen den Eindruck gehabt, dass sich das bei Ihnen, in Ihrem Fall, durch Ihre berufliche Tätigkeit mehr oder weniger in grossen Teilen von der Schweiz, haben Sie einen Erfahrungsschatz. Wann muss ich wo sein und dann geht das, nicht? Ja, man braucht nicht den grossen Teil von der Schweiz. Okay. Man muss nur wissen, wo. Ja, vielleicht nicht nur im Toggenburg. Ja. Haben Sie ein Lobby? Also haben Sie jemanden, wo Sie den Eindruck haben, die setzen sich für uns ein, für unsere besonderen Probleme, wenn man sie braucht? Also ich habe sehr viel Hilfe schon bekommen von IG3+. Ja. Wenn einmal etwas ist, habe ich dort schon nachgefragt. Also das ist die Interessengemeinschaft für Familien mit mehr als drei Kindern, oder? Die gehört zusammen da mit Also wir haben von dort aus schon viel Hilfe bekommen, wenn wirklich jetzt einmal einen Monat wirklich irgendwie ein Notfall gewesen wäre oder sonst etwas. Aber sonst kenne ich nicht so viel. Gut, ja. Also, ich glaube, wir haben einiges können erfahren. Vielleicht noch ganz zum Schluss die Frage. Wir haben jetzt wieder zwei neue Bundesrätinnen. Beide haben kein Kind. Ich weiss nur, dass der Ueli Maurer eine ganze Zelle der Kinder hat. Aber sonst, glaube ich, haben sie keine. Wirkt sich das aus auf die Politik? Politisieren Leute mit Kind, vor allem mit viel Kind, anders als Leute ohne? Das finde ich noch schwierig zu sagen, aber ich glaube, das Verständnis fehlt vielleicht ein bisschen. Also wenn man selber kein Kind hat, kann man es wahrscheinlich auch schlechter nachvollziehen. Das merkt man manchmal auch bei den Lehrern. Die kein Kind haben, haben ein ganz anderes Verständnis als die selber auch Kind haben. Gut, also wir haben einiges erfahren. Ich hoffe, es ist, Sie haben das, was Sie haben wollen sagen, auch können sagen im Laufe dieser Sendung. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie da teilgenommen haben. Ich danke auch den Zuschauern, die die Sorgen und Erfahrungen von kinderreichen Familien zur Kenntnis genommen haben. Ich danke dem Aufnahmeteam hier im Haus der Freiheit. Ich glaube, es ist deutlich geworden, das möchte ich da schon sagen, dass da ausgesprochen deutliches Verantwortungsbewusstsein, ein deutlicher persönlicher Einsatz für das Leben, das man gewählt hat, das man selber bewältigen will und nicht einfach den anderen übertragen will, zum Ausdruck gekommen ist, möchte ich Ihnen dafür vielmal danken. Meine Damen und Herren, Sie sehen die zweite Ausstrahlung dieser Sendung am Sonntag, 20. Januar, am 3 am Nachmittag, wiederum auf Schweiz 5. Vom Montag, 21. Januar an, ist die Sendung aufgeschaltet auf www.schweizerzeit.ch. Ich danke fürs Interesse und ich danke für die Teilnahme. Ich sehe, dass der Hausherr der Toni Brunner parat ist. Toni, es ist Zeit zum Zahlen. Ich glaube, du hast uns zugelassen und willst auch noch etwas von deinen Eindrücken weitergeben, die du da gesammelt hast. Toni, du hast das Wort. Ja, zuerst tue ich noch servieren, selbstverständlich. Cappuccino. So. Ja, meine Damen und Herren. Es geht auch zeitlich, sind halt mehr am Tisch als Zuschauer. Sie wissen, von jetzt an, seit diesem Jahr, jeden Freitag, 9 bis am 10 Uhr, ist die Schweizer Zeit am Fernsehen bis Schweiz 5. Und dann die Wiederholung jeweilig am Sonntagnachmittag vom 3 bis am 4 Uhr. Und jetzt hat der Toni das letzte Wort. Ja, danke vielmals, Ueli Schlüer. Also vielen Dank auch, dass sie alle hier angekommen sind. Auf Ebner Kappel, die einen nicht so weit, die anderen ein bisschen weiter ins Haus der Freiheit. Und manchmal braucht es ja ein Schlusswort in dieser Sendung. Und manchmal braucht es nicht mehr viel Wort. Weil heute, das ist ja eigentlich eindrücklich, die Diskussion, wenn man sie miterlebt hat, so ein bisschen aus dem Leben
und auch fürs Leben. Also letztlich sind einfach die Alltagsprobleme oder der Alltag ist geschildert worden, wenn er sich gestaltet von Familien mit viel Kind. Und was will man da noch viel dazu sagen, als einfach «Merci, danke vielmals», dass ihr den Aufwand und die Zeit auch auf euch nehmt und letztlich dazu beitragt, dass wir auch in Zukunft in der Schweiz noch eigene Leute haben und nicht nur solche, die von außen nie kommen. Danke vielmals. Gut, Prost. Zum Wohl. Zum Wohl.